Sie haben vorher die Antikörper angesprochen, beziehungsweise das Protein angesprochen. Hier ist die Frage in Richtung Antikörper gestellt. Stimmt es, dass die Antikörper der Impfung auch die Plazenta angreifen können? Nein, das stimmt nicht. Was ist, dass eine Covid-Infektion die Plazenta angreifen kann? Die Antikörper der Impfung greifen die Plazenta definitiv nicht an. Aber wenn ich an einer frischen Covid- oder einer symptomatischen Covid-Infektion leide, dann können sozusagen bestimmte Anteile vom Mutterkuchen beschädigt werden. Es bilden sich kleine Blutgerinnsel, Mikrothromben nennen wir das, die zu einer Minderversorgung des Kindes führen können, die zu einer Veränderung der Plazentastruktur führen können, zu einer Plazentaablösung führen können, zu einer Totgeburt führen können und auch zu einer schweren Präeklampsie führen können. Eine Präeklampsie ist eine Schwangerschaftsvergiftung, die durch den Mutterkuchen verursacht wird. Das ist ein sehr dramatisches Ereignis dann.